Und was machst du, wenn du einen Fehler machst? Ach ja, guter Punkt. Rabea, was ist eigentlich ein Lightning Talk? Die Lightning Talks werden auch Ignition Talk genannt und in jedem Fall brennt irgendwas. Alles brennt. Ihr brennt für euer Thema und die Zeit brennt. Denn bei einem Lightning Talk haben die RednerInnen maximal 5 Minuten Zeit, um ihren Vortrag zu halten. Und am besten 3 Minuten Vortrag, 2 Minuten Diskussion. Die Lightning Talks finden meistens in einem wissenschaftlichen Kontext statt und werden üblicherweise in einer Session vorgetragen, also dass mehrere Vorträge hintereinander stattfinden. Ich musste auch mal so einen Lightning Talk halten und habe mir im Internet ein paar Tipps und Tricks zusammengesucht, die ich euch jetzt auch zeigen möchte und die euch bestimmt auch weiterhelfen. Erstens, starte deine Präsentation groß. Alles, was du am Anfang sagst, sollte schon dein Thema und das, was du dazu zu sagen hast, rüberbringen. Außerdem ist es auch gut, wenn du deiner Präsentation eine visuelle Untermalung gibst. Also mach Slides zu deiner Präsentation. Ein charakteristischer Zug der Lightning Talks ist, dass sie witzig sind. Du kannst deinen Vortrag auch mit lustigen Memes oder mit Witzen untermalen. Denn die Devise bei den Lightning Talks ist Fun and Fast. Der nächste Tipp klingt vielleicht ein bisschen banal, aber er ist wichtig. Bereite dich auf deine Präsentation vor. Das sollte man bei jeder Präsentation machen. Bei den Lightning Talks ist es aber ganz cool, dass du das innerhalb kürzester Zeit machen kannst. Wenn du übst, kannst du in einer Stunde 10-mal deinen Vortrag üben. Das Üben hilft vor allem dir, damit du im Real Case entspannter bist. Aber während dem Üben fallen auch manchmal kleine Fehler auf, die dir ansonsten vielleicht nicht auffallen und die du noch verbessern kannst. Solltest du dann bei dem echten Vortrag einen Fehler machen, mach dir keine Sorgen. Du siehst meistens das Schlechte, aber alle anderen sehen nur das Gute von deinem Vortrag. Ein Punkt, der mir am Herzen liegt, ist, dass du deine Slides teilst, also sie frei zugänglich machst. Hashtag Open Access, Hashtag Open Science. Das hilft nicht nur denen, die nicht bei diesem Vortrag dabei waren, sondern auch denen, die dabei waren. Wenn ich einen Vortrag halte, dann höre ich meistens denen, die vor mir dran sind, gar nicht so richtig zu, weil ich vielleicht ein bisschen aufgeregt bin oder nochmal im Kopf meinen Vortrag durchgehe. Ich merke aber, das sind coole Projekte und vielleicht will ich mir das danach nochmal anschauen. Also wie machst du das überhaupt frei verfügbar? Hier kommt ZBMed ins Spiel, denn bei ZBMed kannst du dir eine DOI generieren lassen. Die DOI ist ein eindeutiger Identifikator, der dich immer zuverlässig zu deinem Vortrag zurückbringt. Um andere an deinem Projekt teilhaben zu lassen, brauchst du einen Call to Action. Heißt, du zeigst deinen ZuhörerInnen, wie sie an deinem Projekt teilhaben können. In meinem Fall hatte ich ein Git-Repo, also habe ich allen gesagt, kommt auf mein Git-Repo, seht euch meinen Code an und meine Lehrmaterialien und arbeitet mit mir daran. Folgt mir auf Twitter, besucht meine Webseite oder kommt nach dem Vortrag auf mich zu. Das ist das Wichtigste, Enthusiasmus zeigen, denn der ist ansteckend. Also zeige, dass du für dein Thema und für deine Sache brennst. Wichtig ist natürlich Kanal abonnieren. Und wenn ihr überhaupt nichts mehr verpassen wollt, die Glocke aktivieren. Und wenn ihr weitere Informationen braucht, wie ihr eure DOI von ZBMed bekommt, schaut in die Infobox, da gibt es weitere Informationen. Und überhaupt ganz hilfreiche Tipps zu ZBMed, Open Access publizieren und so weiter auf zbmed.de oder publisur.de.